Horn, komm hierher. Was ist los hier? Was machst du hier? Was ist das? Warten. Worauf warten? Willst du mich verlassen? Nein. Willst du mich verlassen oder was? Nein. Tilak, was nicht ist los? Wieder. Nicht? Wollen wir verreisen? Ja. Aber doch nur eine Woche. Ja. Wir reichen noch zwei kleine Koffer. Nee, kleine nicht genug. Um Gottes Willen, was tust du denn wieder? Wir haben nicht mit. Wenn wir das mit, dann wir hat keine Koffer. Aber wir hat Gabar mit, dann hat das mit. Die dicke. Nein. Ja. Geht's denn schon wieder los oder was? Langsam. Ich werd bekloppt. Ja. Guten Tag, der Uwe und die Porn aus Thailand. Hallo, Swadika. Ja, es ist wirklich wahr, wir gehen schon wieder auf Reisen. Und zwar bleiben wir aber diesmal im Lande. Wir werden also nicht außer Haus gehen hier, außer Land gehen, dass wir sagen hier, wir gehen ins Ausland, ich brauche wieder jetzt ein Visa oder was. Re-Entry. Nein, wir bleiben diesmal hier und... Vielen Dank, Knut und Colette. Ja. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich noch mal ein bisschen spannender machen, das Ganze hier. Aber Porn hat das Ganze mal schon hier vorweggenommen. Wir sind eingeladen worden von Knut und Colette. Und die haben uns ein Angebot gemacht, was wir nicht ablehnen konnten. Vielen Dank dafür nochmal. Wir haben ja schon ein paar Mal jetzt wieder hier kontaktiert. Aber hier nochmal offiziell vielen Dank für das Angebot. Und es geht nach Pattaya. Wir werden uns also in Pattaya niederlassen für eine Woche. Und zwar in Richtung Naklua. Wir waren da schon mal. Wir haben auch davon schon ein Video gemacht. Da sind Knut und Colette sind da auch drauf. Ja, Datum ist... Ja, das Hotel sage ich noch nie. Warte mal, ein bisschen spannender machen das Ganze hier. Datum ist der 5.6. bis der 11.6. dieses Jahr. Porn ist da noch ein bisschen früh dran hier, ne, mit Koffer packen. Und... ja, bitte? Achso, nicht. Wir sind also da in der Zeit also recht ausgebucht. Nicht, dass da einer kommt und sagt, ja, Uwe, können wir uns hier treffen, Uwe, können wir uns da treffen. Nö, das machen wir nicht mehr. Da haben wir schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass wir uns dort auch mit jemandem treffen wollten. Und wir sitzen da wie die Deppen dort 2 Stunden. Ja, ich habe gerade hier den Gebusch verpasst dann da, muss mich noch rasieren und so ein Scheißdreck dann da. Nö, machen wir nicht mehr. Nein, das machen wir nicht mehr. Und wir werden aber in dieser Zeit sicherlich ab und an in der Sailor Bar aufschlagen. Das ist eigentlich hier unser, wo wir ganz gerne hingehen, Sailor Bar, Cocktail schlürfen. Ne, mein Schatz? Ja. Gut und billig hier, Cocktails. Nein. Wieso? Wieso? Sitzen on the beach mit... Flasche Bier in der Hand. Ja. Wie die letzten Penner da, jawohl, mit Flasche Bier in der Hand hier am Strand sitzen und die Leute dort Loma, flanieren lassen. Oder? Nee, wie heißen die da? Nee, Seledbana. Gegenüber da, hier an diesem Sitzplatzdenkmal, keine Ahnung, was da ist. Ne? Da sitzen wir dann auch mal ganz gerne und ja, dann hat natürlich Knut hat auch schon ein paar Punkte hier vorgeschlagen, wo wir hinfahren wollen, sollen. Und das machen wir dann natürlich auch. Also diese Woche ist dann da erstmal soweit verplant. Ja, das Hotel, wo wir hingehen, jetzt pass auf. Vielleicht der einige oder andere wird schon mal sich jetzt hier überlegt haben, Knut und Colette, Naklua Hotel, da waren wir schon mal. Ja, da waren wir schon mal. Richtig. Gibt es, wie gesagt, auch schon ein Video von. Und zwar ist das Green Park Resort. Richtig?
Green Park Resort in Nakloa. Uwe, hast du das richtig gesagt? Richtig, Green Park Resort in Nakloa. Knut und Colette sind da schon seit Jahrzehnten in diesem Hotel und wir waren ja auch dort. Sah ja auch wirklich gut aus, muss ich sagen. Frühstücksbuffet ist auch dabei. Und er hat auch davon geschwärmt, hier Croissants und hier Wurst und Käse da. Ne? Also das werden wir uns dort mal gönnen, sagen wir es mal so. Gönnen, ja, ich sagte immer schon, Leistung und Anerkennung. Anerkennung auch in dieser Form nehmen wir sehr gerne an und ich muss da nochmal ein fettes Dank sagen an die zwei, die uns auch sonst unsere Leistung anerkennen. Die haben auch Unterstützung auch hier für Thomas, dass sie da weiterhin die Raten fürs Auto übernehmen. Das haben sie auch noch gemacht und auch dafür nochmal einen fetten Dank. Also Leistung und Anerkennung, was ich immer auch da schon sage. Ne? Wir bringen ja also wirklich genug Leistung. Jeden Tag ein Video raushauen. Oder auch mal zwei. Ne? So ab und an noch mal ein Short oder was noch dabei. Das machen wir auch. Also, wir sind soweit dann gut ausgeplant in dieser Zeit. Wetter in dieser Zeit im Juni, ja, ist eigentlich okay. Es ist jetzt nicht... Die heiße Zeit ist ja rum, also normalerweise angenehm um die Zeit, ne? Oder? In Pattaya, jetzt Juni. Ja gut, muss immer mal mit dem Regen, muss immer auch jetzt rechnen in dieser Zeit. Das bleibt natürlich auch nicht aus, aber die heiße Zeit ist soweit rum. Wir werden selber runterfahren, wie Porn auch schon sagte. Wir fliegen nicht runter. Wir werden also dann mit dem Auto wieder runterfahren und auch dann in Pattaya ja, ist uns eigentlich angenehmer, wenn wir dann selber ein Auto haben. Okay, du kannst wieder jetzt ein Moped mieten, kannst auch machen, ne? Und dort fahren. Aber wir fahren dann lieber mit dem Auto, weil wir auch dann wieder gerne mal ein bisschen weiter wegfahren. Wie zum Beispiel hier diesen Militärstrand. Ne? Da gehen wir auch ganz, ganz gerne hin. Katoi Beach. Ja, Katoi Beach, nein, heißt er nicht. Der heißt nicht Katoi Beach. Ne? Der heißt nicht Katoi Beach, aber so von der Aussprache kommt es fast so raus hier wie... Musst du wissen, weiß ich nicht. Ne? Auch ein schöner Strand dort. Ob Knut da schon mal war mit Colette, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber da werden wir sicherlich auch da mal aufschlagen. Muss dort allerdings aufpassen mit den Affen, ne? Dass die Affen da nicht die Wertsachen klauen oder dein Essen da stehlen. Ne? Da haben wir auch schon drauf auf der Kamera, ne? Wo sie da uns auch, glaube ich, Essen geklaut haben, da sogar. Da muss auch drauf aufpassen. Ja, sonst... Was war sonst noch? Oh ja, richtig, ja. Nochmal zurück, wir waren auch hier an dem Strand noch mit Malaika, waren wir auch schon mal da. Hat dir auch ganz gut gefallen, ist also da auch wirklich ein schöner Strand. Ne? Jetzidle, richtig, wer kommt hier zum Aufpassen? Es war also wirklich nicht so leicht. Wir mussten da auch wirklich erstmal... warten mit der Zusage an Knut und Colette, dass wir überhaupt das wahrnehmen können. Es ist bei uns nicht einfach, dass wir hier einfach mal jetzt eine Woche hier abschüsseln. Das ist nicht so leicht bei uns mit den ganzen Tieren, Rottweiler vor allen Dingen. Da kann nicht jeder mit um, mit den Rottweiler. Und die Rottweiler können auch nicht mit jedem, ist auch klar. Ne? Also das ist so mit Ella. Ella ist da unsere Schwierigste, die auch nicht jeden akzeptiert, wie zum Beispiel Schwiegerpapa. Die beiden mögen sich nicht. So. Und die beiden sind ja auch schon jetzt ein bisschen älter, Schwiegerpapa, Schwiegermama. Die kannst jetzt hier auch nicht mehr alleine hier hinsetzen. Ne? Und dass Papa dann alles behält, was man hier dann machen muss. Mit dem Brunnen auch. Und dass man da jeden Tag die Filter durchspült, dass du die richtigen Hähne aufmachst, die richtigen Hähne auch wieder zumachst. Ne? Das muss der Papa auch alles dann im Kopf behalten. Da habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Ne? Also das ist schon mal schwierig für eine ganze Woche. Ein Tag oder was, scheißegal dann da. Ne? Aber wenn es jetzt um eine Woche geht, wird das schon schwieriger. Wir haben ja sonst, dass Poi kommt
oder Le kommt. Jetzt ist aber so, Le kann nicht. In der Zeit ist Gummibaum. Nee, schon vorbei, aber ein bisschen Gummibaum. Er hat ja da die Gummibaumplantage unter seiner Aufsicht hier, ist nicht seine. Aber die er dort unter Aufsicht hat, ist ein ganz, ganz großes Areal. Und wir waren dort auch schon mal, haben das da aufgenommen, wie groß das da ist. Und das geht ja da so vom der Eigentümer und die Familie, die wo dann auf das Areal dann aufpasst, bekommen dann anteilig was, ne? Also von dem Gewinn so, ne? Deswegen gucken die dann auch nach, dass dann viel Gewinn reinkommt. Desto mehr bleibt ja dann auch für die Familie, die aufpasst, also Lee und seine Familie, übrig dann. Also, er kann dann da nicht, sagt er. Und jetzt, was ist mit Boy? Der kommt doch sonst auch immer. Nee, auch nicht. Der ist beim Militär jetzt. Wann ist eigentlich da der Tag der offenen Hose? 19. Mai, Tag der offenen Hose. Da werden wir auch hingehen. 3 Wochen darf man nicht go out in Militär. Ja. Nur einmal die Woche, 1 Stunde. Die Chef gibt zum Handy für 1 Stunde. Dieser Tag, 1 Woche, ne? Ja. Dieser Tag, die Bam, die Boy anrufen. Was ist los? Die Boy anrufen um 8 Uhr. Oder er kann nicht, er muss um. Komm hierher und was ist das? Dann er sagt, ich lebe gut, ja, aber ja. Die Chef sitzen da, jo. Ich weiß nicht. Aber wie im Knast oder was? Ja, ja. Aber ich habe gesagt, ich koche so gut, aber da weiß ich nicht. Ja, ich kann das essen. Normalerweise, Papa, Delay, essen Gemüse so viel, sehen ich. Dann die Frau, nee. Gar nicht, gar nicht. Lehnt seine Frau? Ja, die lehnt seine Frau. Gar nicht, dann lernen Sohn. Nee, gar nicht essen Gemüse. Wenn hat gesehen, die kleine Gemüse, er kickt auch. Er könnte mein Sohn sein. Ja. Why? Da lacht der Vogel. Ja. Dann die Nummer 19 geöffnet. Warten du morgen oder Nachmittag kann das komm besuchen. Dann er anrufen um Sonntag noch einmal. Dürfen wir da auch was mitbringen zum Essen? Ja. Auch eine Tafel Schokolade? Richtig. Aber auf gab 200 Personen in Kup da. Ja. Ich glaube, wir spenden. Ja. Ja, gut. Also, das heißt, Poi ist beim Militär, er kann noch nicht mal raus, die ersten Wochen da. Und ist, glaube ich, beim Bund war es damals auch so, ne? Als noch Wehrpflicht war. Ne? Ich habe ja nicht gedient, ich kann es euch nicht sagen. Bei mir stand ja drin, ZZZ, zur Zucht zurückgestellt. Ich war ja schon damals Papa mit Kind, das war denn damals zu teuer, da haben sie gesagt, nein. ZZZ. Und deswegen habe ich ja nicht gedient. T1, ne, ist ja klar, hier so, ne. Nein, habe T2 gehabt. Aber egal, ich schweife vom Thema ab. Poi kann also nicht kommen. Der ist beim Militär, aber wir werden am 19. dahin und uns das da mal anschauen, wie es beim Militär aussieht, wenn ich da aufnehmen darf, ne. Und werden wir da mal ein Video machen vom Militär. Interessant, glaube ich auch. Also, Le kommt nicht. Poi kommt nicht, Schwiegereltern kommt nicht. Wer bleibt denn jetzt da noch? Bam. Bam bleibt noch. Er kann nicht lernen, aber. Nee, er kann nicht lernen, aber. Mutter, ui, kann ich sagen. Schwierig, ja. Schwierig. Ja, ganz schwierig. Aber ich kann das helfen für Erlernen, aber nicht so viel. Anfang, wenn ich bleibe da, ich kann das bezahlen alles, aber jetzt ich kann nicht bezahlen. Wegen Ausbildung? Ja. Was will er lernen? Von Kaffee, Foto, ich weiß nicht, er will ja. Oh, ja. Okay. Ja. Okay. Soll er besser Automechaniker lernen, ehrlich du. Er will geht immer was, Automechaniker geht immer.
Aber verdient es auch nichts mit, ist auch klar. Obwohl hier der Chef hier von Sakuna Korn hier, der auch ausländische Fahrzeuge macht, der ist auch immer gut ausgelastet, muss ich sagen. Ach, den sehen wir auch noch wieder am Sonntag. Ha, na, 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 na. Kommt auch noch wieder was dazu, aber gehen wir nicht in die Werkstatt rein. Mein Gott, wir schweifen vom Thema wieder ab hier, du ehrlich, du nehmen wir normal. Also, wer kommt jetzt hier eigentlich? Es kommt Pem, der jüngste Sohn von Lee. Und der war jetzt hier auch schon ein paar Mal hier, kommt auch mit den Hunden gut klar. Die Hunde kommen auch mit ihm gut klar. Das funktioniert schon mal, das war ja schon mal Grundvoraussetzung. Ohne dem wäre es ja gar nicht gegangen. Auf jeden Fall, den werden wir zwei Wochen vorher, oder eine Woche vorher? Zwei Wochen vorher werden wir den abholen. Und, oder er kommt mit Bus nach... Nee, ich glaube, er kann das kommen mit Lee, Nummer 19, kommt ja hierher. Ah, ach so, mit 19, ach so, ja, ja, dass ja wir ihn dann da abholen. Ja. Okay, weil Poi ist stationiert in Sakuna Korn. Ja, nicht so weit weg. Nicht so weit weg, schräg gegenüber vom Robinson. Ja, so grob gesagt. Straße, ne? Vom Kreuzung Latschapad, dann die durch nach Airport. Ich weiß nicht, Tür da oder Tür hier. Ja, aber ich glaube, das jetzt Gelände ist alles da. Das ist ja, das ist ja kein kleines Gelände. Ne? Also eine Tür ist dann bestimmt da. Gegenüber vom mit Robinson, da ist das Militär. In der Nähe ist auch das Militärkrankenhaus, ist auch da. Und dort ist er stationiert. Er wird dann auch bald mal Freigang haben. Man sagte schon, wenn er Freigang hat, dann kommt er hierher zum gut Essen. Ne? Also nochmal auf das Essen zurück. Poi ist also auch ein Fleischesser. Und beim Militär gibt es halt nur, muss sparen. Ne? Also wenig Fleisch, viel Gemüse. Geil, sage ich, ist so geil, ehrlich, du. Naja gut, es war ja aber freiwillig bei ihm, ne? Und jetzt also, Poi kommt. Bam kommt. Ja. Abholen dann beim Militäramt am 19., dann nehmen wir ihn mit. Und dann machen wir hier nochmal richtig Schulung hier machen. Vor allen Dingen mit den Vögeln. Muss dann natürlich die Porn machen. Die Unten schon gekappt. Er weiß schon alle, die Unten. Ja. Aber die Oben, ja. Er hat Angst hier was. Er hat Angst wegen Donald. Ja. Ja, soll er meinen Hut mitnehmen hier? Immer. Ne, mein Hut aber mitnehmen. Hier die dann passt das, mein Hut, mein Hemd anziehen und dann passt das doch schon alles hier. Also, Schulung machen mit den Vögeln und mit den Hunden. Mit, ja, was hier so am Hausanlage ist, ne? Wasser, ne? Sagte ich ja schon. Das lernen und dann sollte es normalerweise funktionieren, dass wir dann eine Woche Urlaub machen können. Ja, aber ihr seht, Jungs und Mädchens, es ist nicht leicht, wenn du so viele Tiere hast, ne? Und wir haben eine ganze Menge. Wie viele Vögel haben wir jetzt? Ich noch nicht legen hier. Müssten jetzt schon 50 sein, oder? Die da, 22, dann geht ich so weit, bin 24, diese... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45. Aber Aya noch nicht weg. 45 Vögel. Also von daher müssen die alle versorgt werden. Drei Rottweiler. Aquarium ist einfach. Das kann ja sogar ohne Futter bleiben. Das ist jetzt nicht das Thema. Die können mal ruhig eine Woche ohne Futter machen, sie halt mal Diät. Tut ihnen auch mal ganz gut, ne? Kommt in der Natur auch vor. Das ist nicht das Problem. Mit den Fischen ist das Einfachste, wirklich wahr. Fische kannst du alleine lassen, da kannst du ruhig mal drei Wochen weg im Urlaub fahren. Spielt gar keine Rolle, musst du nicht mal ein Futterautomat dranhängen. Der ist auch störanfällig, ne? Dass er mal zu viel Futter reinschmeißt. Und dann hast du nämlich mehr Probleme, als wenn du gar nicht gibst, ne? Also, apropos hier Fische jetzt allein lassen, haha. Thomas, sein Aquarium, Fische alle tot, ne? Die, wow. Die waren ja, wie lange waren sie eigentlich weg? In Monat. Monat in Chiang Mai, bei ihrer, bei seiner Tochter. Benyang. Und jetzt kommen sie wieder, sind wieder zu Hause. War in der Zeit natürlich heiß, ist klar. Ja, ach, ich muss auch noch ein Video machen hier mit Drago, muss ich auch noch machen. Och, okay, noch einmal. Muss ich auch noch machen, auch schon wieder jetzt einen Monat her.
Auf jeden Fall eben seine Fische da, alle tot, aber der Filter ist da rausgefallen. Dann ist sowieso aus die Maus, ne? Also, schon wieder vom Thema weg. Heilandsack. Also, Bem kommt, wir können eine Woche weg. Machen wir noch mal ein bisschen länger? Keine Ahnung, muss im Training anfangen. Keine Ahnung, vielleicht fahren wir noch mal nach Rayong oder nach Koh Phi Phi oder was. Koh Phi da lang. Ne, scheißegal. Koh Chang, Koh Chang, egal, was, egal. Habt doch ein Auto dabei. Ja. Koh Phi Phi hat aber auch kein Wasser mehr, ne? Da wollte nämlich noch jetzt Malaika hin. Und sie hat es aber abgesagt wegen ihrem Knie und wird ja jetzt operiert am Knie. Es kommt auch noch ein Thema. Oh, Gottes Willen, das lassen wir heute weg. Also, die haben auch kein Wasser mehr. Ne? Deswegen guckte ich nach Koh Phi Phi. Auch kein Wasser mehr. Wir haben Wasser. Haben wir jetzt alles? Ja. Tilak, haben wir alles? Oder sollen wir noch mehr vom Thema abspeifen hier? Du? Also, er kommt, wir gehen. Datum habe ich gesagt, Hotel habe ich gesagt. Mit Treffen, wenn man sich mal zufällig über die Füße läuft dann da. Also könnt ihr euch natürlich jetzt dann drauf einstellen, die in Pattaya sind, dass Uwe und Porn, es sind sie dann doch. Ach was, ja, habt ihr doch gesehen, ja, die sitzen ja doch da und war am Strand waren sie da. Ja, ja, sind sie doch. Also in der Zeit sind wir in Pattaya und keine Doppelgänger, wir sind's wirklich. So, aber das war's jetzt für heute. Richtig? Oder hast du noch was zum Erzählen? Ach, die schwätzt doch immer so viel, die Frau. Gell, ist ja schlimm mit der Frau. Da kommst du gar nicht zum Zuge hier. Das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Abo, wer noch nicht abonniert hat, Abo-Button unten rechts. Nee, da, die Seite ist es da. Die Seite. Diese Seite ist es dann da. Ist ja immer spiegelverkehrt. Ja. Spiegelverkehrt. Das heißt aber nicht rechte Seite, spiegelverkehrt, Uwe, dann musst du da zeigen. Ja. Musst du da zeigen. Spiegelverkehrt. Rechts hier, aber stimmt nicht, rechts da. Spiegelverkehrt da unten, ich werd bekloppt. Also, das war's für heute. Und tschüssle, ciao. Vielen Dank noch einmal. Dann, wie wir suchen, auch so Knut und Korrekt. Richtig, nicht? Weiß ich nicht. Schwerlich, ne? Richtig, richtig. Wir hatten es ja schon mit der Michaela und mit Manuela Zabel. Da hatten wir auch schon wieder falsch gesagt. Ja. Wir haben es immer mit den Namen hier. Wir haben es mit den Namen hier. Macht wenn, aber nichts, gell? Ja, wenn ich nach unten also folge, dann im Kopf, dann wie normalerweise mit Handy arbeiten, dann falsch. Macht nichts. Macht nichts. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao.